Hallo Leute und schön, dass ihr wieder hier seid bei Space Engineers. Wir haben ja unseren schönen Hangar gebaut. Ich bin überlegen, ob wir unten auch noch Lichter dran klatschen sollten. Ich glaube, das würde cool ausschauen, oder? Wobei, ich möchte ja da unten so ein bisschen eine Plattform. Da bin ich echt am Überlegen. Ne, unten machen wir nicht. Das lassen wir oben hier einfach so. Schaut ja auch cool aus, wenn wir so ein Halbdings haben. Da wäre noch cool. Können wir da eigentlich? Nein. Können wir wahrscheinlich nicht fernsteuern, den ganzen Kack hier. Da müssen wir, glaube ich, eine Antenne drauf bauen. Dann müsste es gehen, oder? Glaube ich, aber die Antenne, die bauen wir irgendwo drin dann rein. Letzte Folge sind wir ja stehen geblieben. Da mit den Lichter oben dann. Das haben wir ja gemacht. Letzte Folge war ein bisschen kurz, da habe ich die Zeit ein bisschen mich vertan. Aber okay, kann passieren. So. Genau, dass hier sozusagen der Eingang ist. Nur ein einziger. So. Dann gehen wir hier rein. Das ist nicht schon offen. Und jetzt dachte ich mir, dass wir hier hinten irgendwie den Abgang machen. Und trotzdem Licht. Nummer 6, das ist extrem light, oder? Nein. Dass wir hier noch ein extrem light platzieren. Hier oben. Als wirklich Beleuchtung hier noch, weil hier unten ist gar nichts beleuchtet. Na komm. So, jetzt brauchen wir irgendwo ein Panel. Dann müssen wir das mal finden. Hier bei der Tür, glaube ich, gibt es eins, gell? Na komm, hallo? Bin ich verrückt? Extreme Light. So, dann machen wir einfach mal den Radius größer. 20 und ein bisschen. So, ne, blink soll er nicht. Die hier. Ich glaube, das müsste schon genügen, oder? Dass hier alles ausgeleuchtet ist. Oder auch nicht. Jedenfalls. Ja. Läuft bei denen, ne? Das heißt, der Radius muss noch größer. Extrem laut. Das passt ja auch irgendwie nicht, oder? Ist das... Weil das ist ja das da oben, oder? Bin ich dumm. Wartet mal. Das ist wahrscheinlich das da oben. Light. Wenn ich das abschalte. Nein, das ist das untere, okay? Es leuchtet nur so extrem. So, machen wir es um die 70 und 1,6. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Okay, das ist schon wieder zu hell. Das heißt, wieder ein bisschen runterdrehen. Na. Jetzt Licht aus. Ja. Extrem light. Die Helligkeit besser runter. Ja, ist nicht immer so extrem, oder? Hier unten zumindest. Das ist nicht so ohne. Gucken. Extrem laut. Vielleicht doch ein bisschen Radius noch runtersetzen. So, mal gucken, was er jetzt sagt. Ja, so gefällt es mir schon besser. Also es ist ausgeleuchtet, aber nicht komplett so richtig wild. Gut, dann haben wir gesagt, dass wir hier mit den Schiffen dann reinkommen. Die entlang fliegen dann. Und hier irgendwo werden wir sie dann parken. Also hier wird ja sozusagen komplett der Boden als Station gemacht. Ich möchte eigentlich hier komplett am Boden setzen. Ich fange einfach mal hier Schachtverfahren an. Wir setzen das wirklich komplett in die Gerade hier rein. Mal da lang.
Damit man dann eben gucken, wie wir das Ganze handhaben. Wir können ja da sozusagen einen Keller auch reinbauen. Das wäre das kleinste Problem. Wenn hier noch genügend Platz vorhanden ist, kann man einen Keller machen. Oder die Schiffe so von unten nach oben fliegen lassen, so vom Keller rauf. Kann man auch machen. So. Gucken, wie weit wir hier kommen, ja. So. Einer geht noch, oder? Nein. Das heißt, da müssen wir ein bisschen weg tun. So. Durch den Mille einsammeln, sonst geht wieder gar nichts. Geht immer nicht. Vielleicht jetzt? Das sind schon wieder fast zu viele, ey. Das Inventar voll. Das geht gar nicht. Stein weg. Runter mit hier. So, Nummer 5. Was, da geht man immer nicht hier rein? Warum nicht? Was ist denn da los? War schon wieder Inventar voll. Was soll denn der Mist? Kann nicht immer das Inventar voll sein. Inventar. So. Blups, weg damit. Sollen wir den hier rauskriegen? Und jetzt? Jetzt geht's gut. Komisch, aber so. 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 Ja, jetzt schaut das schon viel besser aus. Und da können wir uns dann wirklich eine schöne Base hier reinzimmern. Mal dann gucken, dass wir die ein bisschen ordentlicher platzieren, alles schön, und schweißen dann ordentlich. Es wird halt viel Arbeit noch werden. So. So, dann hier wieder zurück am besten mal. Ups, der war falsch. So. Da hat man dann wirklich eigentlich schon dann eine schöne große Plattform. Und da möchte ich dann einen Stiege von da oben irgendwie runter machen. Da bin ich noch überlegen, wie wir das genau handhaben werden. So einfach wird das auch nicht werden. Hier mal den Berg entlang Blöcke platzieren. Und wieder dann gucken, wo wir am besten dann mit der Stiege runterkommen. Hier soll er irgendwie dann zu werden. Dann machen wir am besten mal hier so eine Mauer hin. Mal gucken, was wir da dann wirklich noch machen, ob wir da Glas machen oder was auch immer. So, so. Dann wissen wir hier, wie weit wir da noch können. Zack. Zack, so weit geht eh nicht mehr. Hier noch zugemacht, die Mauer. Und das Speisen, das müssen wir dann gucken, wie wir das machen. Da nicht vielleicht auch ein kleines Speischiff uns bauen. Ich habe mal die Twin-Welt da wieder reingeklatscht. Weil ich jetzt auch einen Mod reingemacht habe, dass er automatisch alle 5 Minuten ein Backup macht. Das heißt, sollte dann wirklich was passieren, dann haben wir jederzeit ein Backup und nicht das Problem wie letztens, dass die Welt gar nicht mehr startet. Da habe ich jetzt ein bisschen vorgesorgt. Backup ist immer gut, auch generell von Computer Backups machen kann nie schaden. Wenn man da ein bisschen was auf der Seite hat. Besonders wenn man dann viel rumexperimentiert und Programme installiert und wie auch immer. Vielleicht nicht alles legale Programme installiert, sondern auch mal ein paar andere. Da macht das durchaus Sinn. Gott, da bin ich nie fertig mit diesem Platzieren. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit, da alles einfach platzieren? Außer ein Kreativ natürlich. Da ist es mir bewusst, dass es geht. Aber da, so ist es schon ätzend. Mal ewig brauchen, bis wir das fertig haben. Aber na gut, was muss, das muss. Aber schaut mal nicht so schlecht aus, glaube ich. Es wird eine schöne große Plattform, auf alle Fälle. So, kriegen wir die Ecke noch? Ja. Komm, hier. Hier. Zack. Und. Ach, genau, Backup gemacht. Also der Nachteil, es ruckelt minimal beim Backup machen. Normal dürfte es nicht unbedingt ruckeln, aber die Welt ist auch nicht gerade so klein noch. Und relativ viel gebaut und so, und die Skripte und alles, was da läuft. Naja. Keine Ahnung, muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie ein bisschen umstellen kann. Weil da komprimiert, glaube ich, das Ganze ja irgendwie, und das braucht er nicht.
Vielleicht muss er das Spiel sozusagen mal kurz einfrieren, damit er den aktuellen Status speichern kann. Deswegen ruckelt es dann auch.